das Neutrino ist das häufigste Materieteilchen im Universum. Das heißt, man kann seine Masse indirekt ableiten. Man kann die Strukturen im Universum beobachten und von dort zurückschließen, was die Neutrinomasse sein muss. Also neben dieser indirekten Methode über die kosmologischen Beobachtungen gibt es auch die Möglichkeit, die Neutrinomasse direkt im Labor zu messen, in einem Experiment, was auf der Erde aufgebaut wird. Und zwar schaut man sich dort den radioaktiven Zerfall von Tritium an. Tritium ist schwerer Wasserstoff. Und wenn Tritium zerfällt, entsteht dabei ein Elektron und ein Neutrino. Und diese beiden Teilchen teilen sich nun die frei werdende Energie statistisch, also zufällig, auf. Jetzt ist es allerdings so, dass das Elektron niemals die gesamte Zerfallsenergie bekommen kann, weil ja das Neutrino auf jeden Fall existieren muss. Und wenn das Neutrino eine gewisse Masse hat, dann nimmt es also dem Elektron die Energie weg, die seiner Masse entspricht. Mindestens diese Energie. Das heißt, wenn wir die maximale Energie vom Elektron messen können und gleichzeitig ermitteln wir die gesamt frei werdende Energie, dann können wir aus der Differenz die Neutrinomasse bestimmen.